Sehr oft bin ich ihm nicht begegnet. Denn als ich 1927 nach Berlin kam, um das Fürchten zu lernen, hieß sein Wohnort schon Europa. Bald hauste er in Frankreich, bald in Schweden, bald in der Schweiz. Und nur selten hörte man, Tucho ist für ein paar Tage in Berlin. Dann wurden wir eilig in der Douglasstraße zusammengetrommelt. Wir, das waren die Mitarbeiter der Weltbühne. Karl von Ossietzky, Arnold Zweig, Alfred Polgar, Rudolf Arnheim, Morus, Werner Hegemann, Hermann Kesten und einige andere. Tucholsky saß dann zwischen uns keineswegs, als sei er aus Paris oder Gripsholm, sondern höchstens aus Steglitz oder Schöneberg, auf einen Sprung in den Grunewald herübergekommen, und kam er gerade aus der Schweiz, so dachte man, während man ihm belustigt zuhörte, nicht ganz ohne Besorgnis, da werden nun also alle Eidgenossen Berlinern. Ein einziges Mal, 1931 oder 1932, war ich länger mit ihm zusammen, 14 Tage lang, und das war purer Zufall. Am Ende einer Schweizer Urlaubsreise war ich in Brissago gelandet, am Lago Maggiore, nicht weit von Locarno. In Brissago lag ein schönes, großes, bequemes Hotel mit einem alten Park, einem sandigen Badestrand und anderen Vorzügen. Hier gedachte ich, ein neues Buch anzufangen, mietete außer einem Balkonzimmer noch einen zweiten Balkon und zog jeden Tag mit der Sonne und einem Schreibblock von einer Hotelseite zur anderen, ließ mich braun brennen, blickte auf den See hinunter und malte zögernd kariertes Papier mit Wörtern voll. Als ich eines Abends, ich war schon mehrere Tage da, beim Portier nach Post fragte, sah ich einen großen Stapel Postpakete liegen. Das konnten nur Bücher sein, und auf jedem der Pakete stand an Herrn Dr. Kurt Tucholsky, Absender, die Redaktion der Weltbühne. Wir waren einander noch nicht begegnet, weil er dauernd in seinem Dachzimmer gehockt und auf der Reiseschreibmaschine Klavier gespielt hatte, denn Ossietzky brauchte Artikel. Am Abend saßen wir miteinander in der Veranda, tranken eine Flasche Asti Spumante und freuten uns wie die Kinder, wenn sie eine Gelegenheit entdeckt haben, sich von den Schularbeiten zu drücken. Wir blickten auf den See und es war, als führen wir auf einem großen, langsamen Dampfer durch die gestirnte Nacht. Bei Mokka wurden wir dann wieder erwachsen und organisierten die neue Situation. Tagsüber schworen wir, wollten wir uns nicht stören, sondern tun, als ob der andere überhaupt nicht da wäre. Einander flüchtig zu grüßen, wurde einstimmig konzidiert. Abends wollten wir uns dann regelmäßig zum Essen treffen und hinterdrein ein paar Stunden zusammen sein. So geschah es auch. Während ich tagsüber am Strand lag oder von einem Balkon zum anderen zog, damit in meinem Reich die Sonne nicht untergehen möge, klapperte Tucholskys Schreibmaschine unermüdlich, der schönen Stunden und Tage nicht achtend. Der Mann, der im Dachstübchen schwitzte, tippte und Pfeife rauchte, schuftete ja für fünf. Für Peter Pan, Theobald Tiger, Ignaz Frobel, Kaspar Hauser und Kurt Tucholsky in einer Person. Er teilte an der kleinen Schreibmaschine Florettstiche aus, Säbelhiebe, Faustschläge. Die Männer des Dritten Reiches, Arm in Arm mit den Herren der Reichswehr und der Schwerindustrie, klopften ja schon damals recht vernehmlich an Deutschlands Tür. Er zupfte sie an der Nase, er trat sie gegen das Schienbein, einzelne schlug er K.O. Ein kleiner, dicker Berliner wollte mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten. Oft war er niedergeschlagen. Ein Gedanke quälte und verfolgte ihn. Der Gedanke, was aus dem freien Schriftsteller, aus dem Individuum im Zeitalter der Volksherrschaft werden sollte. Er war bereit, dem arbeitenden Volk und dem Sozialismus von Herzen alles zu geben. Nur eines niemals, die eigene Meinung. Und dann marterte ihn damals schon, was ihn immer mehr und unerträglicher heimsuchen sollte, mit keinem Mittel zu heilende, durch keine Kur zu lindernde Schmerzen in der Stirnhöhle. Als wir uns trennten, wussten wir nicht, dass es für immer sein würde. Ich fuhr nach Deutschland zurück. Bald darauf schlug die Tür zum Ausland zu. Eines Tages hörten seine Freunde und Feinde, dass er aus freien Stücken noch einmal emigriert war, dorthin, von wo man nicht wieder zurückkehren kann.